Sagen Sie, was war das denn, was der uns da jetzt aufgetischt hat für einen Schwachsinn? Ja, in Fachkreisen nennt sich das Frühjahrsgutachten, glaube ich. Das? Ja, aber und was hat mit dem... Was hat das mit diesem Kochen zu tun? Oh, das ist schon viel. Wenn man das, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Das ist, man muss das im globalen Teuerungsrate, ja, Teuerungsrate zum Beispiel. Na, das, ich musste ja hier jetzt die Inventur machen neulich. Und da ist es schon, wenn man den Inflationsschadensbericht mal sich näher anguckt und mit den artbedingten Robbensterben in Nadelwäldern kreuzt, dann, das hat was. So? Ja, so. So, Soja, Soja hat es, Soja was? Zum Beispiel, mit den Preissteigerungen und den Preisdämpfungen. Wenn Soja hat sich im letzten Jahr, wie übrigens auch Weizenmehl, um 15% verteuert, während im gleichen Zeitraum süße Mandeln und Blumenkohl sich um den gleichen Prozentsatz verbilligt haben. Und was verrät uns das? Wenn wir beide jetzt in der Kantine auf Soja und Einbrenne verzichten und stattdessen nur noch gedünstete Mandeln und Blumenkohl bestellen, haben wir eine echte Win-Win-Situation. Das ist mir zu hoch. Ja, deswegen brauchen wir ja Experten im Land, die uns das erklären. Ne, ich meine, Lauch zum Beispiel. Lauch. Was? Wieso jetzt wieder Lauch? Lauch ist... Warum denn Lauch? Weil Lauch im letzten Jahr um 18% billiger geworden ist. Dagegen aber dann die Studiengebühren, Markenbutter und Rechtsschutzversicherungsbeiträge exorbitant gestiegen sind. Muss ich 2 Farbfernseher und 3 Computer kaufen, um das irgendwie wieder ausgleichen zu können, sodass ich mir dann starren Spargel aus der Dose leisten kann, wenn ich auf Zwiebeln, das Autofahren und Ferngläser verzichte. Entschuldigen Sie, Sie können ruhig weiterreden, aber das scheint mir recht harmtreibend zu sein. Ja, das ist, da habe ich was für Sie. Nein, das ist toll. Was? Da habe ich was. Da habe ich was für Sie. Abführmittel sind ja, richtig in den Keller gerauscht. Nicht, dann, ja. Aber Spülung nicht so lange drücken, ja, weil die Kanalgebühren ja nicht mehr bezahlt werden können. Es ist doch wahr, man muss sich doch langsam mal wieder ein bisschen mit den elementaren Bedürfnissen beschäftigen. Und das ist ja alles im Wahlkampf völlig untergegangen. Der Klimaschutz zum Beispiel. Was ist aus der Königsdisziplin unserer tollen Volkskanzlerin geworden? Nix, fort ist es. Weil Brüssel so frech war und gesagt hat, dass die EU-Grenzwerte für Autos auch für deutsche Autos gelten sollen. Da ist aber gleich Michel los. Michel, grüß Gott, hier kommt der Michel los. Der kam angeboten, es geht nicht, sagt die deutsche Automobilindustrie kann nur groß. Und hart von einem Vernichtungsfeldzug gegen die Deutsche sein. Wird brav von seinem stellvertretenden Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sekundiert, der auch gesagt hat, Brüssel bereitet den Krieg gegen deutsche Autobau. Ich bin gespannt, wann die E-Klasse jetzt mit Panzerabwehrraketen ausgerüstet wird. Ne, ich meine, und dann haben die gesagt, nein, das geht so nicht, weil jetzt wird gerechnet, weil wir können nur groß. Und jetzt haben die, es darf bei uns nicht nur der Ausstoß, sondern sie haben einen Koeffizienten ermittelt, das ist toll. Das ist, da muss also Gewicht mal Hubraum geteilt durch den Ausstoß, multipliziert mit den Sitzplätzen und der kinetischen Energie zum Quadrat. Und daraus die Wurzel, was zur Folge haben wird, dass ein 3-Tonnen-SUV, Sports Utility Vehicle, SUV, ganz wichtiges Segment bei uns. Ich fahre nur im SUV. Das ein 3-Tonnen-SUV wie der Q7 von Audi, ne, der gerne von der Gattin in der Innenstadt bewegt wird, um beim Metzger ein halbes Kilo vorbestelltes Rinderhack für den Zwerglabrador abzuholen. Ne, vorne mit großen Büffelfänger dran, der muss ja sein, es könnte ja sein, dass aus der Fußgängerzone mal Wiesent querschießt, dass der, ne, dass der, weil... Dass der, weil er so viel wiegt, aber 7 Sitzplätze hat, mit dem Ding den Umweltengel verpasst bekommt, während ein Smart, weil nur 2 Leute reinpassen, als Umweltsau gilt. Ich bin sicher, das kriegen wir hin. Ich habe da keine Bedenken. Wir kriegen das hin. Hat Michel Gloß schon gesagt. Wir befinden uns verkehrspolitisch in einer Sackgasse, aber die wird 8-spurig ausgebaut. Jetzt haben Sie jetzt endlich mal dafür Ihren Stabreim die richtige Position gefunden. Ich arbeite dran, aber was mich eigentlich interessiert, ist Gewalt, Jugendgewalt. Nein, das ist ja kein Thema mehr, die Hessenwahl ist vorbei, ist aus. Und Britney Spears? Och, die kommt nächstes Jahr in die nächste Staffel vom Dschungelcamp zur RTL, kein Problem. Sagen Sie mal, da könnte man doch auch diese jugendlichen U-Bahn-Schläger reinstecken, zum Madenfressen. Nein, mit denen haben sie anderes vor. Der Türke soll bei Bohlen vorsingen
Und den Griechen stecken sie ins Big Brother Haus. Und Frank Schirmacher. Wer? Frank Schirmacher, das ist der Verbalhooligan aus dem Feuilleton der FAZ, der ja unser Land schon von migrationshintergrundbedingten Schlägern übernommen sieht, der die Rente, alle Rentner Wehrlose zu Brei. Methusalem-Kompott. Ja. Was machen wir mit dem? Dem hat Scientology die Ehrenmitgliedschaft angeboten, weil er doch die Laudatio im Auftrag der Buddha-Sekte für Tom Cruise gehalten hat. Weil dem hat doch die Bunte ihr Courage-Bambi verliehen. Ich meine, der Tom Cruise zeigt der Welt, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg wirklich waren. Widerstandskämpfer, das hat nicht jeder gemerkt. Ja, weil damals gab es halt auch die Bunte noch nicht. Die hätte aber Tom Cruise auch zum Papst wählen lassen. Der hätte sogar heiraten dürfen. Maria Furtwängler. Ja, wenn die Bunte die Exklusivrechte an den Fotos gekriegt hätte, wahrscheinlich. Okay. Ladies and gentlemen.